Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. So, wir sind hier im schlimmsten Teil aller Zeiten stehen geblieben, boah, dieses Rätsel, ne? Ich weiß nicht, ob das ein Bug war oder nicht, weil ich bin ein bisschen wieder am Vorproduzieren wegen nächster Woche, aber es werden jetzt wahrscheinlich auch mehr Blogs kommen, also Vlogs kommen, wegen dem Umzug, habe ich zumindest geplant für die Leute, die es interessiert. Zumindest so immer so Umzugsvlogs, sage ich mal. Immer wenn was mit dem Umzug zu tun hat, wie heute zum Beispiel. Ja, heute Nachmittag bin ich weg, genau. Und wenn ich mich aufraffe, dann werde ich es aufnehmen. Zumindest ist das ein Plan von mir. Ich hoffe, ich schaffe das, weil ich bin nicht der Typ, der gerne rausgeht mit, Also rausgeht mit Kamera und dann draußen easy peasy aufnimmt. Das ist, habe ich schon nie gemacht. Das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. So, wir sind jetzt auf dem Weg, auf jeden Fall zum Turm. Ne? So wie ich das sehe, ist das der Turm. Genau, wir nehmen einfach... Warte mal, wir sind ja hier. Hatten wir den Tempel jetzt da hinten geholt? Nee, hatten wir nicht. Dann holen wir uns den Tempel jetzt da hinten. Das war das, was wir machen wollten. Genau, ich habe gestern aufgenommen und ich habe schon die Hälfte wieder vergessen. Oh. Ja, ich versuche halt für die Woche zumindest Zelda halt vorzuproduzieren, weil Zelda halt am meisten Zeit im Anspruch nimmt. Neben, also zum Aufnehmen nimmt Zelda die meiste Zeit in Anspruch. Zum Schneiden nimmt aber, wow, nimmt aber hier sowas wie PlayerUnknown's Battleground. Aua, voll auf den Kopf geballert. PlayerUnknown's Battleground oder Minecraft, sowas nimmt beim Schneiden mehr im Anspruch, aber was war das? Ach, noch so ein Octorok. Okay. Aber zum Aufnehmen nimmt Zelda mit im Anspruch und Zelda kommt täglich, die anderen kommen nicht täglich, deswegen versuche ich Zelda halt täglich zu bringen und im Notfall muss ich halt ein bisschen vorproduzieren, also wenn ich auf eure Kommentare nicht hundertprozentig eingehen kann, dann liegt das daran, dass ich ein bisschen vorproduziert habe, seid mir da nicht böse. Aber es ist, denke ich mal, besser, als wenn keine Videos kommen. Weil derzeit ist halt extrem Stress, wie ich schon mal gesagt habe. Wegen dem Umzug halt erstmal die ganze Vorbereitung treffen. Ich muss noch in die Wohnung die ganze Tapete anbringen und was weiß ich. Da nehme ich die Kamera auf jeden Fall mit, weil ich da alleine bin. Da habe ich nicht so die Probleme. Da kann ich auch die Wohnung auch mal zeigen. Die ist eigentlich sehr schön, muss ich sagen. Ist nur... Ja... Internetmäßig ist das da echt scheiße. Weil da so viel Stahl verbaut worden ist. Mein Onkel hat gesagt, der hat da irgendwie so viel Stahl verbaut, wegen... Da war irgendwo mal in der Nähe ein Erdbeben, also so in der Zeit. Und dann hat er sich gedacht, als er das Haus gebaut hat, dann haut er da extrem viel Stahl rein. Weil das dann erdbebensicherer ist und so ein Kram. Und... Oh, Maxi-Trüffel, ne? Ja. Nehme ich gerne mit. Und ja, deswegen ist halt scheiße für öffentliches Internet, also sprich hier... Ne, dieses Handy-Internet halt, das ist halt extrem scheiße. WLAN ist, glaube ich, auch schon ein Problem. Hoffe mal, dass das funktioniert. Weil wenn das nicht funktioniert, haben wir ein dickes Problem. Ich meine, mit Karte... mit Kabel geht's natürlich. Wo ist denn hier der Schrein? Der muss doch hier sein. Ich habe den auch hier irgendwo markiert. Da hinten ist dieses schon Stall. Ich hoffe, dass das mit Kabel-Internet, also wenn ich meinen Rechner mit dem Kabel verbinde, halt funktioniert. Wäre schlimm, wenn nicht. Also, das wäre richtig scheiße, wenn das nicht funktionieren würde. Oh, schon wieder so ein Yoga-Typ, Mann. Ah, ich habe keine Waffe? Wieso habe ich keine Waffe? Oh, ich habe da richtig viel Waffenplatz. Was habe ich denn gemacht? Ich habe die bestimmt verloren bei den Blitzen. Wette ich mit euch. Na, komm. Bubble Hit, er hat mich getroffen, ich habe ihn getroffen. Aber das Gute ist, die droppen Rubine. Rubine droppen hier nicht so häufig. Ah, da oben ist der Schrein. Und das hier unten ist so ein... Da gehen wir danach hin. Ich meine, das wäre... Okay, ich dachte, das wäre auch so ein Liga-Stamm-Ding oder so. Aber nee, das müsste eigentlich so... Da oben ist auch ein Schrein. Ja, warte mal. Ah, ich habe keine Dings-Markierungen frei. Ja, egal, ich habe gleich eine frei. Müssen wir uns merken. Ich vergesse das hundertprozentig. Dass wir danach dahin gehen. Irgendwie. Komm ich denn hier hoch? Muss ich klettern, wa? Freue ich mich ja. Ja, okay, es geht aber. Okay, warte mal. Ich muss mal, kann mal wieder, glaube ich, ganz kurz meine Rüstung ändern. Ich habe hier noch die Elektrozeug wegen dem Donnerteil da an. Aber das brauchen wir ja jetzt nicht mehr so. Ciao, Jo, Schrein. Gut, schauen wir mal an, was dieses Schrein hier so bietet. Na? Gut, machen wir ja. Klingt nach einem Plan, oder? Ich bitte nicht kämpfen, bitte nicht kämpfen. Alles nur nicht kämpfen. Diese Kampfdinger, die sind echt scheiße. Oh, ich bin hier oben ein bisschen durchsichtig. Ich hoffe, dass es
Stört nicht zu krass. Jetzt sollte ich nicht mehr durchsichtig sein, aber es hört sich nicht nach Rätsel an. Oder? Nee, nicht mal ansatzweise. Oh, willkommen, Pilger. Mein Name ist Saujo. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Okay, Mann, aber dafür schimmelt's jetzt hier. Nee, hier. Ach, das ist so ätzend mit der Beleuchtung. Egal. So, was müssen wir denn hier machen? Okay, wartet mal. Ich muss erstmal kurz einen Überblick erschaffen. Da muss wahrscheinlich die Kugel rein, ja? Okay. Was kann ich denn? Was habe ich denn hier für Möglichkeiten? Habe ich Möglichkeiten, was mit dem Modul zu machen? Nein. Also ich denke mal, diese Plattform hier wird auch bouncen. Ich weiß nur nicht wie. Wahrscheinlich, vielleicht muss ich das Ding anhalten. Ich hätte jetzt gedacht, komme ich denn da unter... Ich komme unter den Gitter durch, ne, wenn ich da rüberfliege. Aber warte mal, ich will mal kurz was gucken. Nee, okay. Okay, wir kommen da nicht mal hoch. Guck mal da. Da oben ist auch was. Dafür brauche ich sogar Pfeile, oder? Wenn ich das richtig sehe. Was ist, wenn ich die jetzt abknall? Ne, mein Doppel. Aber der schießt, du verschießt nur einen Pfeil, oder? Mit dem Dreifachbogen? Ja, okay. Ah, da ist so eine Truhe drin. Ich habe eigentlich gehofft, dass mich das weiterhilft, aber irgendwie nicht. Ein Falkenbogen. Oh, warte mal, den will ich haben, der sieht cool aus. Ich habe hier so viele von diesen Doppelbogen. Tun wir die mal weg. So, der schießt ja auch dreimal, drei Pfeile. So, aber ich verstehe noch nicht so genau. Da oben ist ein Loch. Ist dieses Loch gewollt? Ich denke nicht. Ich denke, wie gesagt, dass dieses Ding auch irgendwie springen muss. Aber wie und warum? Da wird bestimmt eine Truhe drin sein. Aber ich habe noch nicht, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie und... Ne? Übersehe ich einen Schalter? Ich übersehe doch bestimmt einen Schalter. Ah... Also meine Idee war, dass ich da rüber muss, den Ball anhalten oder so, oder runterschubsen, dass er halt da reinfällt. Ich schaffe, kann das geht ja nicht mal mit Dings, mit Pfeilen, dass ich den irgendwie anbounce. Oder doch, geht wohl. Wenn ich so mache. Aber rollt er dann ja nicht wieder rein? Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ah, okay, ich habe ihn aus dem Gleichgewicht gebracht. Okay, das hat funktioniert. Jetzt geht das Ding wahrscheinlich hoch. Ja. Und ich fliege ja direkt mal mit. Wie das aussah, Mann. Gut, jetzt will ich erstmal in diese Lücke da. Ach, da ist sogar... Ach. Oh, das muss ich in der Luft machen, ja. Aber dann will ich mir erstmal die Kiste da hinten holen. Weil damit kriege ich wahrscheinlich unten das Tor auf. Da muss ich in der Luft ballern. Gut, dass ich auch ein paar Pfeile habe. Ich hoffe, ich treffe auch. Ich habe, glaube ich, nur noch einen oder so. So. Geh mal hoch da. Was haben wir hier drin? Rubine oder so wäre mal cool. Ah, ein Topaz. Ich glaube aber, diese Topaz-Dinger sind wirklich nur da, um Geld zu machen. Weil in diesem Spiel gibt es einfach nicht viele Möglichkeiten, Geld zu machen. Ist mir mal so aufgefallen. Außer halt von diesen Giga-Typen. Wenn man die halt platt macht, aber das sind so minimal wenig. So, und schauen wir mal. Okay. Das war mein letzter Pfeil. Aber hat funktioniert. Gut. Oh, was? Hä? Warum ist das Ding wieder zu? Sag mir nicht, weil ich einen so gesehen Doppelschuss gefeuert habe. Wir haben nur noch Eispfeile und Elektropfeile. Gut, da versuchen wir es mit einem Eispfeil. Nicht, dass ich den jetzt zweimal getroffen habe, weil normalerweise müsste das doch funktionieren. Hä? Okay. Ne, ich kann die nur droppen lassen. Oder vielleicht habe ich auch... Ah, vielleicht auch mit dem Statikmodul kann ich die anhalten. Das weiß ich nicht. Kann ich die Dinger anhalten? Ah, warte mal, wenn ich jetzt baller. Warte mal. Nee, ich kann die nicht in der Luft setzen.
Oder? Ne, kann ich nicht. Ich kann die nicht aktivieren. Hä? Okay. Was ist denn hier von mir jetzt gewollt? Was übersehe ich denn jetzt? Ich kann mich mal mit diesen anderen Dingen nach da oben bouncen. Vielleicht ist da ja ein Durchweg oder so. Keine Ahnung. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber nee, sieht nicht danach aus. Aber das Ding ist... Oder ist das höher? Nee. Aua. Nee. Hä? Puh, okay. Oh, eigentlich wollte ich da oben drauf landen. Warte mal, ich muss mich, glaube ich, noch mal genauer umgucken. Irgendwas läuft hier nicht. Irgendwas funktioniert hier nicht. Die Kiste kann ich auch nicht nehmen. Kann ich die Kiste da unten nehmen? Ja, die kann ich nehmen. Aber ich glaube, nicht mal blockieren geht, oder? Irgendwie. Ich glaube, das geht nicht. Boah, ich glaube, das ist ein Tempel, den wir abbrechen müssen. Ich hänge hier schon zu lange drin. Aber ich check diesen Tempel, also diesen Tempel, diesen Schrein nicht. Irgendwas übersehe ich, aber was? Mit dem Stein kann ich auch überhaupt nichts mehr machen, das kann man knicken. Kann ich die Teile anhalten? Nee. Dahinter ist noch meine Bombe. Oh. Ha! Also es ist hundertprozentig gewollt, dass man es mit einem Pfeil und Bogen macht. Aber ich glaube nicht, dass das gewollt ist, dass die Tür direkt wieder zugeht, oder? Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Kann ich den noch treffen? Ja. Ach shit, das Tor ist schon zu. Ich wollte die Kiste da runterschieben. Nee. Keine Ahnung, Leute. Ich gehe jetzt wieder raus, dann müssen wir den später machen. Wenn ihr eine Idee habt, wie dieser Schrein funktioniert, dann schreibt mir das bitte mal in den Kommentaren. Ansonsten muss ich wahrscheinlich das erste Mal nachgucken, weil ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Weil ich habe keine Ahnung. Vielleicht fehlt mir noch irgendwas, um das machen zu können oder so. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier noch irgendwo einen Schrein gesehen. Wo war denn der? Wo war denn der jetzt? Wir haben doch hier eben noch einen Schrein gesehen. Wo ich gesagt habe, müssen wir uns mal merken. Ah, da hinten. War das der? Bin mir nicht sicher, ob das der da hinten war. Da hinten war ein Schrein gerade zu sehen. Ah, ne, den da. Genau, den da. Markieren wir uns den mal. So. Den müssen wir uns merken hier. Keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt mir das gerne oder sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und dann, ja. Schauen wir mal weiter. Ja, dann gehen wir erstmal zu denen. Eigentlich könnte ich mir auch mein Pferd holen, aber ich möchte gerne ohne Pferd ein bisschen rumreisen. Dann entdeckt man einfach mehr, wisst ihr? Mit dem Pferd rennt ihr einfach nur von A nach B so schnell wie möglich. Wow, die Brücke sieht nicht sehr stabil aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber okay. So, unser Ziel ist jetzt der Schrein da oben, der Turm, dann dieser Schrein da hinten. Ja, und dann Richtung Titan. Das sind so jetzt meine nächsten Schritte, die ich jetzt geplant habe. Wie gesagt, zwischendurch können wir den Schrein da hinten nochmal versuchen. Weil, wie gesagt, ich habe echt keinen Plan, wie der funktionieren soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Bug ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wieso sollte der Schalter sich instant wieder umlegen? Das Einzige, was man damit machen kann, also so Zelda-Logik, ist mit einer Bombe. Oh Gott, was sind das denn für Viecher? Ich gehe mal hier hoch und versuche da rüber zu gleiten irgendwie. Ich habe keine Lust, mich von diesem Roboter da zu erwischen zu lassen.
Aber wenn dieser Titan jetzt hier, wo wir jetzt hingehen, viel mit den Gleiter zu tun hat, das wäre lustig, das wäre cool. Ja, das werden wir mit der Bombe machen. Wir haben kaum noch einen Hammer. Da kommt natürlich dann, glaube ich, weniger raus oder so. Aber egal. Oh. Oder es fliegt dann einfach 10.000 Meilen weg. Also wenn das was mit dem Gleiter zu tun hat, wäre das... Dann freue ich mich auf den Tempel. Oh Gott, hier, ich glaube hier, das schaffe ich gar nicht. Oder? Der Schrein war da oben. Aber ich, wie gesagt, ich möchte diesen Roboter da aus dem Weg gehen. Aber ey, mit dieser Bergmütze klettert der echt viel schneller, oder? Aber ich glaube, das schafft er trotzdem nicht. Ich kann jetzt nicht, darf jetzt nicht springen. Wenn ich jetzt springe, rutsche ich runter. Die Physik habe ich langsam verstanden. Ich kann einmal... Nochmal. Hui, hui. Halt dich wieder fest, halt dich wieder fest. Du hast doch wieder Dings. Nein, halt dich fest. Ach, du bist doch so... Wo stehe ich denn jetzt hier? Okay, ist auch okay. Sind wir nicht so weit runtergefallen. Wie gedacht. Okay, das passt. Dann kann ich jetzt hier hin. Das ist wahrscheinlich das Dorf der Urni, ne? Da ist auch direkt ein Schrein. Ich glaube, das ist auch der Schrein, den wir gesehen haben. Und da ist auch direkt der Turm. Also, ich gehe einfach mal davon aus. So, da hinten ist der Schrein. Weil ich wollte, wie gesagt, diesen Typen da umgehen. Und man kann ja auch nochmal ganz kurz hier gucken, weil das da oben sieht auch merkwürdig aus. Sieht auch ein Krog aus. Und dann, bevor wir den Schrein machen, muss ich den Part beenden. Aber es tut mir leid, dass das jetzt mit diesem einen Schrein so lange gedauert hat. Aber wie gesagt, ich hatte echt keinen Plan, ne? Das muss ich ja machen. Abknallen. Wo ist denn noch einer? Ach, hier. Na? Na? Noch einer? Jo. Noch einer? Wo denn? Ach, hier. Oh, ich habe fast keine Pfeile mehr. Das ist eher das Problem. Okay. Junge, Junge. Ah, da war sogar noch ein Schrein, habe ich gerade gesehen im Hintergrund. Wartet. Wo war der jetzt, den ich da gesehen habe? Ich habe hier eben noch irgendwo einen Schrein gesehen. Ich habe den da oben gesehen. Und ich habe eben so... Mit dem... War der da unten? Bin mir nicht sicher. Irgendwo habe ich gerade noch einen Schrein gesehen. Fliegt der Vogel gerade über uns? Nee, schade. Wo war der denn? Ich habe hier gerade irgendwo noch einen Schrein gesehen. Bin doch nicht doof. Oder das war der, den ich... Oder der da oben. Gerade beim Anzoomen habe ich einen gesehen. Oh, oh. Da sind die Roboter. Ich wollte eigentlich nur mal ganz kurz hier gucken, was hier ist. Weil ich komme hier sowieso nicht so krass rüber geflogen wie geplant. Ah, hier ist nur eine Kiste. Okay. Schauen wir mal, was haben wir hier? Rubine? Ja, nice. Wir brauchen immer noch 5.000... Oh, hier ist sogar noch eine. Was haben wir hier? Noch mehr Rubine? Oder ein Topaz? Ein Meteorstab? What the fuck? Okay, dazu sage ich nicht nein. Hier wird wahrscheinlich aber... Okay, er hat mich entdeckt, oder? Ich kann ihn nämlich auch nicht töten. Hier ist auch Krog drunter. Okay, scheiße. Hat sich nicht gelohnt. Okay, dann versuchen wir jetzt darüber zu fliegen, so gut es geht. Da hochzuklettern. Und zum Schrein zu kommen. Dann mache ich den Part Schluss. Ja, und danach gehen wir zum Turm und zum Ornidorf und so. Und dann sehen wir weiter. Das ist so mein Plan. Ich hoffe, dass dieser Tempel da oben ein bisschen leichter ist als der andere. Das wäre sehr hilfreich, sagen wir es mal so. Hier ist ein Blub. Hallo, Blub. Ich weiß immer noch, keine Idee, wofür ich dieses... Also ich habe noch nichts bekommen, wofür ich dieses Schleimgelee benutzen kann. Ich weiß, ich habe nur eine Vermutung, wofür das ist. Hab immer noch nie mal so eine Flasche oder so bekommen, ne? Noch nie. Oh, okay, gut. Wir müssen noch... Ist das jetzt hier? Ja, doch, ist es, glaube ich, hier. Ah, es sieht schon geil aus, muss ich sagen. Schon lange nicht mehr gesagt. Okay, da ist so ein Moblin-Lager. Mit dem habe ich jetzt keine Lust, mich anzulegen. Kommt da gerade einer zu mir? Oder ist das ein Fledermaus? Das Problem ist, die Schreine, ne, die verlangen inzwischen auch immer mehr Pfeile. Und man kriegt echt wenig Pfeile in diesem Spiel, muss ich sagen. Außer man kauft sich halt welche.
Das ist echt ein bisschen kacke. Oh, hier ist so ein Vieh. Sieht der mich? Na egal, soll er mich sehen. Da oben ist der Schrein, zu dem gehen wir jetzt. Aber ich will mal ganz kurz hier ein bisschen rumgucken noch, so nebenbei. Oh, hier ist ein Wolf. Die kann ich, glaube ich, zähmen. Aber ich habe keine Ahnung, wie man die zähmt. Irgendwie mit Fleisch in der Hand oder so, aber boah, keine Ahnung. Vielleicht aber auch nur einen Einzelnen und kein Rudel, wisst ihr? Das kann ich mir auch noch vorstellen. Ich habe gerade keine Lust, gegen die zu kämpfen, deswegen gehe ich ja außer rum. Weil die sind meistens sowieso noch viel zu stark für mich. Aufleveln müssten wir auch mal. Der sieht auch irgendwie verdächtig aus, dieses Ding. Als ob ich hier irgendwie was kaputt machen kann. Aber naja. So, okay, wir sind jetzt hier am Schrein angekommen. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen, Leute. Tainakokyoza-Schrein. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ansonsten, haut rein! Right.